Hallo und herzlich willkommen zurück, ihr Lieben, zu Yu-Gi-Oh! Capsule Monster Colosseum. Wir sind bei Part 3 und dürfen uns jetzt mit dem Erfinder von Dungeon Dice Monsters, Luke Devlin, rumschlagen. Na dann, auf geht's, Duke. Na, wo ich im ersten Part davon geredet habe, welche Charaktere nervig sind. Seine Fangirls haben mich ja extrem genervt. Die waren so richtig... Du kämpfst im All mit uns, alles klar. Das würde doch eher zu Seto passen. Yugi, vergiss nicht, dass ich Dungeon Dice Monsters erfunden habe. Dungeon Dice schreibt man aber nicht zusammen. Aber wer sich jetzt fragt, warum ich sage, es wäre eher passend für Kaiba, der sollte sich den Film Dark Side of Dimensions ansehen. Dann weiß man, wovon ich rede. Deshalb bin ich selbst ein Spieleprofi. Lass uns sehen, wer der wahre König der Spiele ist. Ich fordere dich zum Duell heraus. Du bist vielleicht in deinem Spiel ein Meister, aber nicht in jedem. Ich akzeptiere deine Herausforderung, Duke Devlin. Wenn ich gewinne, werden alle dem neuen Champion zujubeln. Nein. Zeit für ein Duell! Ja, Zeit für ein Duell! It's time to duel! Kann das nicht so gut. hab ich ja ausnahmsweise mal das Schlechteste gewählt. Ja, aber er macht genau das, was ich möchte. Mach mal, Duke. Das Feld ist sehr klein. Er hat, wie wir gesehen haben, Finsternis, wo Licht effektiv ist und Finsternis ist auf Erde effektiv, aber ich werde kein Erdemonster mitnehmen. Also, die kommen wieder. Eine Runde müssen die aussetzen. Ah, okay. Nicht Licht? Irgendwas mit Licht? Hier, den Glückself. Horibo, wer von euch steigt hier eigentlich bald auf? War das einer von euch? Na, also Binder. Delfin. Kann sich recht weit bewegen, können wir mal mitnehmen. Den Wurm. Habe ich überhaupt ein Pflanzenmonster mitgenommen? Also ein Waldmonster. Doch, habe ich ja. Auf jeden Fall den Nadelwurm habe ich mitgenommen. Den ich ja auch im normalen Spiel sehr gern habe. Ich meine, wenn der hätte den Effekt, wenn er besiegt wird oder aufgedeckt wird, dann verliert der Gegner 5 Karten von seinem Deck. Das ist schön. Was hat er da? Elektro und 3 finsternes Monster. Ich will immer Pokémon sagen. Nein, Monster. Eins kann ich dir versprechen. Ich werde gewinnen. Das sagen sie alle, Duke. Kuribo, oh mein Gott, der Kuribo. Und nicht nur einen, wie es aussieht. Er hat 3 Wattebäusche. Ja. Oh, den Skorpion. 2 davon. Und einfach mal alles aufmachen. Gut, das werde ich nicht können. Hier komme ich. Nee, erscheinen reicht, hab ich dir schon mal gesagt. Wieso hat denn der so viel AP gehabt, dass der alles beschwören kann? Egal. Mach mal, Duke. Das Feld ist sehr klein, von daher. Kann man hier nicht weit wegrennen. Was soll ich nur machen? Du weißt jetzt schon nicht, was du machen sollst, und das ist traurig.
kann mit seinem Kuribo schon sehr weit laufen. Ich habe noch nicht mal ansatzweise alle meine Monster rausgeholt. Das ist ja auch schön. Na, ja, es wird doch wohl reichen, um alle rauszuholen. Ich käme so weit. Wow, der Elf kann aber weit laufen. Ich könnte ihm ordentlich Schaden drücken, aber das möchte ich nicht machen. Okay. Aua. Scheiß Kuribo. Mein Monster ist noch nicht geschlagen. Nee. Aber sein's gleich, wenn er hier anfängt, mir auf den Sack zu gehen. Auf den nicht vorhandenen Sack. Das Feld ist ziemlich klein, wie man sieht. Es wird schon Angriffe kommen. Na gut, Duke, wenn du das unbedingt willst. Gut, das sind drei, sogar vier, mehr oder weniger in Reichweite. Ich werde dein Comeback vereiteln. Was ist denn für ein Comeback? Es ist nicht so, als hätten wir Vorteil gehabt, Duke. Der kann nach vor auf jeden Fall für Kuribo und für den Skorpion. Mit ihm hier kann ich nichts machen. Du könntest, ja. Du kannst sogar schon von hier. Okay, du wirst gleich ein paar Monster verlieren. Zumindest die zwei Kuribos. Hoffe ich. Ich kann ja hier... Gehe ich noch mit dem Delfin vor, glaube ich. Da war der Delfin da an der Seite. Mir gehen langsam die Ideen aus. Duke, das Duell hat erst angefangen. Du hast hier die ersten Schritte gemacht und ich reagiere nun. So, Kuribo Nummer 1 ist weg. Mir nicht leisten, dieses Monster zu verlieren. Es war ein Kuribo. Meine Güte, bist du jetzt Yugi, dass du rumjammerst wegen dem Kuribo, das du verloren hast? Oh. Gehen langsam die Ideen aus. Schade, dass der nur ein Feld angreifen kann. Ich riskiere wohl gleich, dass meine kleine Mutter sich verabschiedet, aber halb so schlimm. Nicht weiter tragisch. Hauptsache, er verliert erstmal zwei Kuribos. Scheiße. Ihn könnte ich auch nach vorne holen. Ich glaube, das ist ein bisschen zu gefährlich. Kann man hier die Kamera drehen? Doch, kann man.
Schade. Gut, Duke, du bist dran. Eins muss ich dir lassen, Yugi. Du machst dich ganz gut, aber das wird nicht ewig so weitergehen. Doch wird's. Ich wüsste nicht, was mich davon abhalten soll. Oh nein. Du Sack, Alter. Ich kann nicht aufhören, selbst wenn ich wollte. Du Pisser, ey. Weg von meinem Symbol. So, das wirst du mir büßen. Dein Kuribo wird gleich sowas von draufgehen, das sage ich dir. Wenn du nicht. Ja, wirst du ein Monster nicht erledigen. Weil das das Symbol. Wie dreht denn der Idiot jetzt die Kamera? Oh nein, die Mutter. Scheiße. Dadurch wird es mir gelingen, das Duell an mich zu reißen. Nein, wird's nicht. Warum drehst du, Idiot, die Kamera um? Ja, immer noch 5 Monster. Du hast nur 2. Könnt auch versuchen, nach vorne zu preschen. Was weiß ich, wie schnell du wieder zurückrennst. Im Moment, der hat 3 Monster. Ups. Dreh doch mal die Kamera, wie ich sie gerne hätte. Oder wie ich sie besser gebrauchen kann. Ich könnte nach vorne. Könnte aber auch hier stehen bleiben. Aber wenn ich nach vorne gehe, kann ich... Dem kann ich rüber. Das würde hier nichts bringen. Wo kann denn mein Delfin hin? Sweet. Na, ich will aber... Wir sind alle aus... Das ist scheiße hier. Eva muss Kuribo verschwinden. Der hat einen Vorteil mit ihm. Kacke. Hier war auch nichts, das ihm irgendwie instant töten könnte. Er kann rüber, da könnte ich eigentlich... So weit kommt er leider nicht. Könnte auch durchgehen, versuchen mit dem Delfin. Mal sehen, ob er dann zurückrennt. Das versuche ich mal. So, der kann nirgendwo hin. Doch, dahin. Aber da können einige gehen. Hier würde ich gern... Da kann einer hin, da kann einer hin. Der bleibt hier stehen. Okay, mach mal. Denk ja nicht, dass du schon gewonnen hast. Aber ich bin ganz gut dabei, würde ich sagen. Du lebst noch? Das werden wir gleich ändern. Du greifst mein Symbol nicht mehr an, das sage ich dir. So, Kuribo weg. Da hat immer noch die 2 Skorpione da. Blöd. Oh, du bist... Na klar bist du erhöht. Wenn ich nicht bald was unternehme, kann ich einpacken. Indeed, my boy. Indeed. Geh's mal dahin, nur zum Schutz.
Das hier wird mal darüber bewegt. Einfach, weil es kann. So. Mal gucken. Rennt er jetzt zurück wegen dem Delfin oder geht er nach vorn? Ne, der greift an. Und der dreht die Kamera wieder, der Idiot. Ein heftiger Schaden, aber es hat überlebt. Da greift mein Delfin an. Er bewegt sich gar nicht. Also, so muss ich zusehen, dass ich mich bewege. Naja, lauf nur weg. Versuch dein Glück. Du bist weg. Oh, ihr könnt alle unfassbar weit laufen. Das finde ich toll. Versuchen wir mal, dich zu bedrängen da hinten. Obwohl, nein, du bleibst da hinten. Ich komme an den Skorpion nicht ran. Also muss ich versuchen, es ein bisschen anders. Schon wieder an. Scheiße. Ach, Mann. Ja, und auch den, der eh schon geschwächt war. Scheiße. Ja, dann nimm doch deine scheiß Elfe. Sowieso eher ein Monster, das in Theas Deck passt, als in meins. Er bleibt auf Stuhl stehen mit seinem scheiß Skorpion. Hauptsache, er kann was von mir verletzen. Das ist mir scheißegal. Jetzt bist du verletzt. Hoffe ich mal, dass ich rankomme. Ja, mit dir komme ich dran. Dem Delfin auch. Oh ja, superb. Gucken wir mal, ob wir das hinkriegen. Oh ja, ich glaube, das kriege ich hin. Scheiß auf deinen Skorpion, ich greife dein Symbol an. Bam. Dafür wirst du büßen. Ja, wenn du meinst, vorbrechen zu müssen und mich zu nerven, dann breche ich auch mal vor. Müsste die scheiß Kamera sich immer drehen. So. Weg mit deinem Symbol, mein Freund. Das wird dir den Rest geben. Jawohl. Und Symbol zerstört. Mein Symbol ist zerstört. Warum habe ich das nicht kommen sehen? So viel zum König der Spiele, was, Duke? Ein Magadita. Winner! Ich wollte eigentlich. Ich beabsichtige eigentlich nie, die Symbole zu zerstören, aber bei so einem kleinen Feld. Wenn man Monster hat, die sich so viel bewegen, macht das schon irgendwo Sinn. Yogi, du bist wirklich der König der Spiele. Du bist aber auch nicht schlecht. Punkt, 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 Punkt. Das sagt alles. Ich habe verloren. Aber ich ärgere mich nicht, weil ich mein Bestes gegeben habe. Ich nenne mich irgendwie ein Pokémon. Ich habe verloren, aber ich gräme mich nicht, weil ich habe mein Bestes gegeben. Irgendwie sowas. Ich glaube, auf der Nuggetbrücke oder so. Kommt so ein ähnlicher Spruch. Yugi, bleib am Ball und gewinne das Turnier. Danke. Danke. Tschüss. Das hat 100 Erfahrungspunkte gegeben. Erworben eine Spezialfähigkeit, Wasserzauber. Okay. Höherer Level. Ich habe ein Monster. Habe ich ein Monster oder zwei verloren? Eins, ne? Die Glücksfee. Glückselfe. Nee. Vier. Ich habe zwei verloren.
Das habe ich Kuribo gekauft. Ich will von euch eigentlich gar nichts, weil ich die schon habe. Können wir mal machen jetzt. Da wird jetzt sehr viel mehr Spielzeit stehen, als ich eigentlich habe, weil ich jetzt in der ganzen Zeit lang nebenbei schon wieder am Rechner irgendwas gemacht habe. Ja, 2 Stunden. Ich habe 3 Videos gemacht. Das sollte eigentlich höchstens 1 Stunde sein. Gut, wir schauen uns an, wen wir im nächsten Part erwarten dürfen. Ah, ich glaube, ich weiß, wer es ist, wenn ich mich noch... Ja, doch. Ein unnützer Charakter. Ja, Thea. Wasser. Der Wind ist auch Wasser gut. Okay, dann nehme ich 1, 2 Windmonster mit, habe ich ja. Gut, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei Yu-Gi-Oh! Kapsel Monster Colosseum. Bis dahin, ihr Lieben, keep on playing. Bye, bye.